Familien mit Kindern werden dieser Bitte kaum folgen. Ältere Gemeindemitglieder leben bereits wieder in Kawauchi. Aber auch wenn die Menschen in ihre gereinigten Häuser zurückkehren, ist ein Betreten des angrenzenden Waldes oder der Wiesen nicht zu empfehlen. Das Leben mit der Strahlenangst ein Jahr nach Fukushima aus Japan, Peter Kujat. Und nachlesen und nachhören können Sie unsere Serie zu Fukushima unter dradio.de. Stichwort Sendung Umwelt und Verbraucher. In Berlin beginnt heute die internationale Tourismusbörse ITB. Individualreisen werden immer vielschichtiger,